Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch Apple CarPlay zeigen, hier in unserem Dacia Docker. Wobei das Fahrzeugmodell dabei eigentlich relativ egal ist, denn Apple CarPlay sieht in allen Fahrzeugen gleich aus und funktioniert auch überall gleich. Mit Apple CarPlay habt ihr die Möglichkeit, euer Apple Smartphone, also euer iPhone, mit dem Multimedia-System in eurem Auto zu verbinden und dann wird auf dem Multimedia-System im Auto eine komplett andere Oberfläche angezeigt, die komplett von eurem Smartphone berechnet wird. Das Multimedia-System fungiert dabei dann im Prinzip nur noch als Bildschirm. Wie das funktioniert, was das so für Vor- und Nachteile hat, was man damit alles machen kann, all das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt unbedingt dran. Ein kurzer Hinweis noch vorweg für die von euch, die ein Android-Smartphone haben. Mit Android kann man das auch machen, da heißt diese Funktion Android Auto und dazu habe ich auch schon mal ein Video hier auf dem Kanal veröffentlicht, verlinke ich euch da oben in der Ecke. Wenn ihr also Android-User seid, dann schaut mal in das Video rein. Ja, dann fangen wir doch auch direkt an und als erstes möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr Apple CarPlay in eurem Auto in Betrieb nehmen könnt. Von der Verfügbarkeit her funktioniert das in eurem Dacia Docker ungefähr ab Baujahr 2019, vielleicht auch schon Ende 2018. Apple CarPlay ist in euer iPhone auch direkt eingebaut. Ihr müsst da also keine App oder so für runterladen. Das ist ins Betriebssystem integriert und ihr könnt das mit eurem iPhone sofort benutzen. Und um das zu benutzen, müsst ihr eigentlich nichts weiter tun als hier USB-Kabel in die USB-Buchse von Medianav Evolution stecken. Dann nehmt ihr euer iPhone, müsst das einmal entsperren und dann die Verbindung herstellen. Das war's auch schon. Dann könnt ihr das Handy sperren und zur Seite legen. Das braucht ihr quasi jetzt nicht mehr. Und jetzt habt ihr hier unten einen Button Apple CarPlay, der da hinzugekommen ist. Und wenn ihr da drauf drückt, öffnet sich Apple CarPlay. Und jetzt seid ihr in der Oberfläche, die komplett von eurem Smartphone zur Verfügung gestellt wird und wo ihr auf die Funktionen eures Smartphones zugreifen könnt. Im Grunde ist das jetzt hier also eine fürs Auto optimierte Smartphone-Oberfläche, die euch hier zur Verfügung steht. Und wir werden jetzt im Laufe des Videos sehen, dass ihr auch auf einige Funktionen eures Smartphones zugreifen könnt. Vornehmlich auf genau die Funktionen, die eben beim Autofahren besonders sinnvoll sind. Zunächst mal ein kurzer Überblick über die Oberfläche, die wir hier jetzt vom iPhone zur Verfügung gestellt kriegen. Das hier ist so die Startseite, auf der man standardmäßig landet. Da kriegen wir quasi Zugriff auf die Navigation, die aktuell läuft und auf die aktuelle Musik- oder Audio-Wiedergabe. Also so vielleicht die beiden wichtigsten Funktionen, auf die man während der Fahrt eben auch Zugriff haben sollte. Und dann hat man die Möglichkeit, hier unten über diesen Button in die App-Auswahl zu wechseln, wo dann noch alle möglichen anderen Apps angezeigt werden, was das so für Apps sind. Da kommen wir später noch zu. Dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Navigationsmöglichkeiten an, die einem hier mit Apple CarPlay zur Verfügung stehen. Und ja, da haben wir sogar die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Navigations-Apps auszuwählen, so wie es eben auf dem iPhone selbst auch wäre. Apropos, damit eine App in Apple CarPlay zur Verfügung steht, müsst ihr keine spezielle App oder so installieren, sondern ihr müsst einfach eine von Apple CarPlay unterstützte normale App auf eurem Handy installieren und dann wird die eben auch hier in dieser Oberfläche einfach angezeigt. Ja, was die Navigation angeht, hat man da eben dann auch Zugriff auf ganz verschiedene Apps. Ich benutze Google Maps, deswegen ist das hier jetzt auch gerade geöffnet und wenn ich da drauf gehe, lande ich hier eben in der Google Maps Oberfläche. Ansonsten hat man aber natürlich auch die Möglichkeit, hier die Apple Karten App zu verwenden. Die ist natürlich auch auf einem iPhone immer vorinstalliert. Kann man auch reingehen und dann kann man die benutzen. In meinem Fall ist das eben Google Maps. Und wenn ich das jetzt öffne, kriege ich hier eben eine fürs Auto optimierte Google Maps Oberfläche angezeigt, weil die Google Maps App das eben unterstützt und deswegen ist die auch für Apple CarPlay freigeschaltet und funktioniert hier im Auto. Ja, und da habe ich dann jetzt halt die Möglichkeit, ganz normal, wie ich das auf dem Handy auch machen könnte, ein Ziel hinzuzufügen. Kann ich hier irgendwo drauf drücken und dann wird hier die Navigation angezeigt. Ich kann die Navigation starten. Nach Süden Richtung Tungerloh-Prübsting starten. Ja, dankeschön. Genau, und habe dann hier auch die Möglichkeit, auf verschiedene Einstellungen zuzugreifen, Routenoptionen, könnte ich irgendwie Autobahnen vermeiden. Solche Geschichten, eigentlich so, wie wir das von der Google Maps App auf dem Smartphone auch gewohnt sind, nur eben in einer angepassten Oberfläche, die super gut während der Fahrt bedienbar ist. Was man hier natürlich jetzt bedenken muss und was auch ein gewisser Nachteil von Apple CarPlay ist im Vergleich, wenn man einfach jetzt das Navi vom Medianav Evolution benutzen würde, das läuft jetzt natürlich über die Internetverbindung eures Handys. Das heißt, das geht alles auf euer Datenvolumen, so wie wenn ihr mit eurem Handy eben auch per Google Maps navigieren würdet. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt das Navi vom Medianav Evolution einfach benutzt, dann sind das Offline-Karten und dann läuft das ohne
die Nutzung ja, des Mobilfunknetzes. Ist natürlich bei allen Funktionen so, die wir jetzt hier sehen werden. Ne? Das geht alles auf euer Datenvolumen. Ja, die zweite wichtige Sache, die ich zumindest im Auto dann auch immer mache während der Fahrt, ist natürlich irgendwie Musik hören oder irgendwelche Podcasts hören oder ne, irgendwas hören. Und das ist dann eben auch die zweite Funktion, die hier auf der Startseite immer direkt prominent angeboten wird. Das ist hier die Medienwiedergabe, ne, wo wir schnell Zugriff drauf haben. Kann man auch einfach drauf gehen und dann öffnet sich jetzt hier in meinem Fall Spotify, weil ich eben hier gerade einen Podcast in Spotify höre. Genau. Und ja, so wird natürlich auch nicht nur Spotify unterstützt, sondern hier werden alle möglichen andere Audio-Apps auch unterstützt. Zum Beispiel natürlich auch hier Apple Music, die Musik-App, die auf dem iPhone vorinstalliert ist. Insgesamt kann ich sagen, dass diese ganze Apple CarPlay-Oberfläche super flüssig funktioniert, also wirklich butterweich, keinerlei Ruckler oder so drin sind. Das kann man alles sehr flüssig und sehr schön bedienen. In meinem Fall wird das hier von einem iPhone SE 2 betrieben. Das ist natürlich jetzt auch ein relativ neues Modell mit einem relativ neuen Prozessor. Das trägt sicherlich auch dazu bei, dass das hier so problemlos funktioniert. Ja, was man dann im Auto natürlich auch teilweise noch machen möchte, ist die Freisprechfunktion benutzen. Ja, und da habe ich ja auch wieder schnell Zugriff drauf. Kann da einfach drauf gehen und lande dann hier in meinem Anrufmenü, das man im Endeffekt auch vom Handy kennt. Ne? Ich könnte jetzt hier auf Kontakte gehen, gehe ich jetzt mal nicht drauf, damit ihr meine ganzen Kontakte nicht seht, ne? Oder auf die Anrufliste oder ich blende mir hier so einen Ziffernblock ein, könnte jetzt eine Nummer wählen und könnte einen Anruf tätigen. Das Ganze ist hier dann auch ganz normal mit der Freisprecheinrichtung im Dacia Docker gekoppelt. Ne? Das heißt, das läuft über das Mikrofon, das, soweit ich weiß, hier oben drin sitzt und damit funktioniert das Ganze. Die ist ja von der Qualität her dann auch genauso, wie wenn ihr euer Smartphone normal per Bluetooth hier mit dem Medianav Evolution verbinden würdet. Also es ist durchwachsen, sage ich mal. Wenn man nicht ganz so schnell fährt, dann versteht man es einigermaßen. Ja, was gibt es denn sonst noch so für Apps, die man hier während der Fahrt in Apple CarPlay benutzen kann? Schauen wir doch mal hier in die App-Liste rein. Spotify, Google Maps, Telefon haben wir ja gerade schon gesehen. Die Nachrichten-App, also ne, wo SMS und sowas drüber reinkommen, funktioniert natürlich auch. Ne, kann man hier auch drauf zugreifen und kann sich die Nachrichten angucken oder auch eine neue Nachricht schreiben. An das wen funktioniert soll sie gesendet werden? Hier dann, ihr habt es gehört, über Siri, also über Spracheingabe, ne, damit man nicht während der Fahrt anfängt, hier auf einer Tastatur rumzutippen. Das macht ja auch absolut Sinn. Genau, Podcast-App, das sind halt die ganzen vorinstallierten Apps von Apple. Genauso kann man hier auf die Kalender-App zugreifen. Würde jetzt hier die Termine sehen, die anstehen. Heute ist Samstag, deswegen habe ich zum Glück keine Termine mehr und habe hier eine leere Liste. Genau, wenn wir dann hier nochmal weiter gucken, Einstellungen, kann man halt noch ein paar Einstellungen vornehmen, aber so besonders viel ist das gar nicht, also nichts Wildes. Und ansonsten habe ich hier in meinem Fall zum Beispiel noch die NTV-App im Zugriff. Nochmal zur Erinnerung, wie gesagt, jede App, die ihr auf eurem iPhone habt, die Apple CarPlay auch unterstützt, wird hier auch automatisch angezeigt. Da müsst ihr nichts machen. In meinem Fall ist das eben hier diese NTV-App. Und das liegt daran, dass eben die NTV-App auch eine optimierte Oberfläche für Apple CarPlay zur Verfügung stellt. In dem Fall hier, indem man sich hier Nachrichten anhören kann. Ne? Und das ist dann halt auch wieder eine Audiofunktion. Und deswegen ist diese App hier in Apple CarPlay auch verfügbar. Ansonsten habe ich hier auch noch Zugriff ja, auf WhatsApp, wenn ich da drauf drücke. Soll ich eine neue Nachricht verfassen oder einen Anruf machen? Kommt eben auch wieder Siri direkt ins Spiel, damit man eben wiederum nicht anfängt, hier auf einer Tastatur rumzutippen, was ja während der Fahrt auch keinen Sinn macht. Aber das ist eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Ja, gute Überleitung. Sprachassistent Siri ist natürlich hier auch entsprechend in Apple CarPlay integriert, weil das ja während der Fahrt durchaus Sinn macht, um Dinge darüber zu steuern. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wie man per Sprachsteuerung das Ganze hier steuern kann. Und ja, da habe ich ja gerade die Überleitung schon gemacht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal bei WhatsApp eine Nachricht schreiben will. Ne, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Soll ich eine neue Nachricht verfassen oder einen Anruf machen? Neue Nachricht. An wen soll sie gesendet werden? Anna Ebert. Was möchtest du sagen? Ich hab dich lieb. Deine WhatsApp-Nachricht an Anna Ebert lautet: Ich hab dich lieb. Bereit zum Senden? Ja. Okay, sie wurde gesendet.
Und genau so hätte das jetzt eben auch während der Fahrt funktioniert. Wie gesagt, das Mikrofon von eurem Dacia Docker wird dafür verwendet. Also auch wenn das Handy hier irgendwo unten in der Ablage liegt, ne, dann funktioniert das trotzdem relativ gut, solange nicht zu viel Lärm im Auto ist. Ja, man hat aber auch die Möglichkeit, ganz allgemein natürlich auf Siri zuzugreifen, ohne jetzt in WhatsApp unterwegs zu sein. Und dafür kann man ganz einfach hier in unserem Dacia Docker eine Taste an diesem hinteren Bedienteil hier benutzen. Und zwar ist das hier die vordere von den oberen Tasten. Da ist auch vorne so ein kleines Sprach-Icon zu sehen. Und wenn ich die mal kurz gedrückt halte, habt ihr das schon gesehen, dann geht Siri an. Und da können wir dann eben ganz normal so auf Siri zugreifen, wie wir es auch auf unserem Handy machen könnten. Ne? Probieren wir das doch einfach auch mal kurz aus. Wie wird heute das Wetter? Im Moment ist es teilweise bewölkt und es sind 16 Grad. Die Temperatur sinkt heute Nacht von 16 Grad auf 11 Grad. Meine Wetterangaben kommen von The Weather Channel. Ja, sowas zum Beispiel. Oder eben auch, wenn man einen Anruf tätigen möchte, kann man das auch komplett machen, ohne die Augen quasi von der Straße zu nehmen. Was natürlich auch funktioniert, ist, dass einfach Benachrichtigungen vom Handy hier entsprechend direkt auf dem Display angezeigt werden. So sieht das Ganze dann zum Beispiel aus, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht kriege. Anna Ebert hat Test gesagt. Möchtest du antworten? Nein. Okay, das wäre alles. Eine Frage, die man sich jetzt vielleicht noch stellen könnte, ist, wie greife ich denn jetzt aufs Radio zu? Ne? Man ist ja hier in einer komplett abgeschotteten Oberfläche und man hat in dieser Oberfläche tatsächlich keine Möglichkeit, auf das normale Radio, was hier mit Antenne, ne, im Auto funktioniert, so ohne weiteres zuzugreifen. Was man dafür machen muss, ist, man muss diese Oberfläche tatsächlich beenden. Das funktioniert hier über diesen Media-Nav-Button in der App-Übersicht. Ne? Wenn ich da drauf gehe, komme ich hier in die normale Media-Nav-Übersicht zurück, könnte jetzt hier rüber wir dann quasi auch Radiosender auswählen. Und ja, wenn die Radiowiedergabe einmal läuft, könnte ich dann auch wieder in Apple CarPlay zurückwechseln. Dann läuft das Radio im Hintergrund trotzdem weiter. Aber man hat natürlich jetzt keine Möglichkeit, zum Beispiel mal eben schnell auf die Senderliste oder so zuzugreifen. Ja, das ist ja tatsächlich so ein kleiner Nachteil. Also wenn man Radio hören will, gleichzeitig Apple CarPlay zu benutzen, ist ein bisschen umständlich. Was man natürlich für eine Möglichkeit hat, es gibt ja auch Radio-Apps, ne, dann kann man sich hier quasi eine Radio-App installieren und könnte dann darüber Radio hören. Das läuft dann aber natürlich wieder über die Internetverbindung von eurem Smartphone und geht aufs Datenvolumen, ist also eigentlich keine ganz so gute Variante. Und damit habe ich euch jetzt den Funktionsumfang von Apple CarPlay soweit eigentlich gezeigt. Wie gesagt, durch weitere Apps könnt ihr das Ganze natürlich noch weiter ergänzen. Da machen wir jetzt mal noch ein kleines Fazit, beziehungsweise auch meine Meinung dazu. Also Apple CarPlay kann ich gar nicht großartig was Negatives zu sagen. Ich finde, das funktioniert super gut. Die Oberfläche ist wirklich durchdacht und während der Fahrt auch einfach und schnell zu benutzen. Was mir auch gut gefällt, was bei Apple ja nicht unbedingt immer ganz selbstverständlich ist, ist, dass sie das System ja in dem Sinne auch ein bisschen öffnen für Apps anderer Hersteller. Ich denke da jetzt zum Beispiel an so Sachen wie die Navigation. Man ist hier nicht gezwungen, Apple-Karten zu benutzen, sondern kann eben auch zum Beispiel Google Maps benutzen, was ich einfach besser finde als Apple-Karten. Und genauso halt auch hat man die Möglichkeit, Spotify und sowas zu benutzen und ist da nicht auf die Apple-Sachen eingeschränkt. Ein ganz, ganz großer Vorteil davon, dass Apple CarPlay hier funktioniert, ist aber auf jeden Fall auch noch die Zukunftssicherheit. Und damit meine ich, diese eingebauten Navis in Autos werden ja in der Regel nicht so großartig geupdatet. Also ne, man muss zum einen für Karten-Updates muss man Geld bezahlen und ich sag mal mit Software-Updates muss man jetzt auch nicht großartig rechnen oder dass hier irgendwelche Funktionen noch dazukommen werden. Und damit ja, sind die halt dann meistens auch nach ein paar Jahren nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand der Technik und irgendwann halt auch einfach veraltet. Aber dadurch, dass hier eben Apple CarPlay drauf läuft, hat man eben eine perfekte Alternative. Denn Apple CarPlay, wie gesagt, läuft komplett über euer Smartphone und lässt sich genauso leicht updaten, wie eben sich euer Smartphone updaten lässt. Und so habt ihr quasi auch in 5 Jahren immer noch ein top aktuelles Multimedia- und Navigationssystem hier in eurem Auto drin, auch wenn das MediaNav Evolution bis dahin vielleicht schon komplett veraltet sein sollte und die Karten auch total veraltet sind und so. Ne? Dann könnt ihr einfach Apple CarPlay benutzen, auch wenn ihr es jetzt vielleicht noch nicht braucht.
und könnt darauf umsteigen und habt da immer eine gute Alternative in der Hinterhand. Deswegen finde ich das absolut top, dass Apple CarPlay hier in dem Auto verfügbar ist. Ja, und das soll es dann mit diesem Video hier auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen und ihr habt einen guten Einblick in Apple CarPlay bekommen können. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, ne, schreibt die ganz gerne unten in die Kommentare rein. Da versuche ich immer alles zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, gebt dem Ganzen ein Like. Da freue ich mich auch immer drüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.